Herr Schmidt, ich habe immer noch Probleme mit der Anrede, muss ich sagen. Das liegt. Bleiben Sie mal bei Schmidt, das klingt ganz gut. Ich weiß, Sie haben mal. wenn Sie im Fernsehen Richard Nixon interviewen, dann sagen Sie freilich Mr. President. Demnach müsste ich jetzt Herr Bundeskanzler Nein, sagen. Nein, das entspricht der amerikanischen Übung. In Deutschland sollten wir eine andere Übung beherzigen. Sie haben ja gesagt, Sie möchten so angeredet werden, wie Sie im Telefonbuch stehen, bloß da stehen Sie gar nicht. Das stimmt. Stehen also nicht. Da steht jede Menge Schmidt, aber Sie nicht. Haben Sie denn jetzt wirklich mehr nennenswert, mehr freie Zeit als Regierungschef? Ich hatte früher einen 16-Stunden-Tag und heute sind es im Durchschnitt 10. Das ist ein ungeheurer Unterschied. Und das kommt meinen Hobbys zugute, es kommt meiner Frau zugute und es kommt meinem Schlaf zugute. Was erleichtert Sie da? Ich weiß nicht, ob Sie sich das richtig vorstellen, aber die Verantwortung, die man in solchem Amt zu tragen hat, die drückt ganz gewaltig. Es mag rheinische Frohnaturen geben, die nicht ganz so davon bedrückt werden. Aber es ist eine gewaltige Verantwortungslast. Denken Sie, da ist heute in Pakistan eine Flugzeugentführung stattgefunden. Da hat jemand den Entschluss fassen müssen. Sollen wir mit Gewalt dieses von Terroristen gekaperte Flugzeug stürmen oder sollen wir das nicht tun? Solche Entscheidungen treffen Sie müssen. Entsetzlich. Sie haben eine solche Entscheidung treffen müssen. Haben wir gemacht? Ja, sicher. Aber da habe ich auch hinterher, als es gut gegangen war, plötzlich die Nerven verloren. Und als alles vorbei war, habe ich angefangen zu heulen. Sie wollten das erst nie zugeben. Und als man Sie darauf angesprochen hat, haben Sie gesagt, der Tatbestand ist zutreffend. Ich hätte es aber nicht sagen sollen. Warum sagen Sie es jetzt so freimütig? Oh, jetzt, hat das auch was mit dem Abstand zu tun? Also ich denke, jemand, der im Amt eines Regierungschefs ist, sollte nach Möglichkeit der öffentlichen Meinung seines Heimatlandes nicht mit Tränen im Knopfloch vorgeführt werden. Entschuldigung, wenn es vermeidbar ist. Schmidt, ich sehe das ganz anders. Entschuldigen Sie, wenn ich das sage. Ich glaube, mir wäre ein Staatsmann und der Gefühle Präsident oder der was immer auch meines Landes, die erste Person in meinem Staate, wäre mir, glaube ich, sehr viel vertrauter und ich würde ihn mehr schätzen, wenn er auch mal Emotionen zeigt. Ich glaube Ihnen das. Auf der anderen Seite ist seine Hauptaufgabe, nicht Ihnen vertraut vorzukommen. Ja, aber also, ich soll ihm aber vertrauen. Hat die Bundesregierung ihre Grundrechnung überprüft, von der die Opposition immer sagte, dass sie falsch sei? Also darüber habe ich mir schon früher ein mildes Lächeln nicht verkneifen können. Herr Nowotny, die Beamten des Bundesministeriums der Finanzen sind nun wirklich die Fachleute in Deutschland, die ausrechnen, was etwas kostet. Und wenn es Leute gibt, irgendwo in der Provinz, die meinen, sie könnten besser rechnen, dann kann man sie offenbar in ihrem Glauben nicht erschüttern. Aber die Rechnungen der Bundesregierung sind natürlich sehr sorgfältige und fundierte Rechnungen. Herr Bundeskanzler, haben Sie der Opposition heute Abend eine neue Verhandlungsbasis anzubieten? Nein, die Ausgangsgrundlage auf Seiten der sozialliberalen Koalition ist ja klar. Das sind die Gesetzgebungsbeschlüsse, die der Deutsche Bundestag gefasst hat. Auf Seiten der Opposition ist das nicht ganz so klar. Sie haben da verschiedene Gesetzentwürfe auf Seiten der CDU, CSU. Auch im Bundesrat haben die CDU, CSU geführten Regierungen verschiedene Meinungen geäußert. Deswegen habe ich nun die Anregung gebeten, dass einmal die beiden Parteivorsitzenden auf der Seite der CDU, CSU sich selber an diesem Gespräch beteiligen, damit man weiß, wo man dran ist. Wo es ja nun Gott sei Dank wieder ein bisschen lustiger ist, lassen Sie mich doch bitte mal versuchen für die Geschichtsbücher. Wie Sie weitergehen, erzählen Sie mir, ob der Loriot meine Stimme auch karikiert hat oder ob das echt war und zusammengeschnitten? Ich glaube Letzteres, aber, ah, ja, aber um ehrlich zu sein, ich bin überfragt. Ich glaube nicht, dass er mit seiner Karikatur so weit gehen würde. Sie haben relativ kurz, nachdem Sie aus dem Amt geschieden waren, im Bundestag mal einen Papierflieger gefaltet
und nach vorne geworfen. Der Papierflieger bestand angeblich aus dem Manuskript einer Willy-Brandt-Rede. ohne dass das nun schon gleich eine Anspielung soll. Warum haben Sie das gemacht? Einfach aus Jux und Dollerei? Oder war das, es war bei der Raketendebatte, glaube ich. Also um die Wahrheit zu sagen, Herr Schreiber, das habe ich in, ich gehöre dem Bundestag seit 1953 an, da war mal eine kleine Unterbrechung, aber in all diesen 30 Jahren viele Male gemacht. Zufällig ist es diesmal auf die Platte gekommen. Aus Jux und Dollerei. Sie haben das oft gemacht, das war gar keine Premiere. Nee, das war keine Premiere, das war die 25. Wiederholung.